auch gegenüber diesen Leuten gütig und gerecht sein. Und das heißt, du sagst nur Wörter, die gut sind. Du sagst zu diesen Menschen Wörter, die du auch liebst zu hören. Und wenn die Menschen Schlechtes zu dir sagen, dann sagst du Gutes zu ihnen. Wenn diese Menschen mit dir schlecht umgehen, dann bist du gut zu ihnen. Das ist Husnul Khuluq. Das ist der wahre Charakter, liebe Brüder und Schwestern. Es ist kein Problem, wenn jemand gut zu mir ist, dass ich auch gut zu ihm bin. Nein, es ist ein Problem, dass jemand schlecht zu mir ist und ich bin trotzdem gut zu ihm. Eines Tages kam eine Person zu Ata, radiallahu anhu wa arda, einer von den Tabi'in, der über 200 Sahaba, radiallahu anhum, getroffen hat. Und es wurde zu ihm gesagt, ja Ata, es gibt Leute, die folgen ihren Gelüsten von den Muslimen. Wie soll ich mich gegenüber diesen Leuten verhalten? Ich rede harte Worte zu ihnen. Da sagte Ata radiallahu an, La taf'al, yaqulu Allahu azza wa jal, qulu linnasi husna. Mach das nicht, tu das nicht, rede nicht in dieser Art mit diesen Leuten, weil ich Allah sage und spreche zu den Menschen Gutes. Großartige Gelehrte sagt, in dieser Ayah ist der Jude gemeint und ist auch der Christ gemeint. Wie also solltest du dann mit dem Muslim umgehen? Und sogar setzte Ibn Abbas noch einen drauf. Er sagte, لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. Wenn Pharao zu mir Gutes spricht, dann werde ich ihm in derselben Weise antworten. Subhanallah, ihr wisst alle, was für ein Verbrecher Pharao gewesen ist. Kommen wir zu den Vorzügen von einem guten Charakter. Der gute Charakter, liebe Brüder und Schwestern, hat einen gewaltigen Lohn in der Waagschale. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لَيْسَ شَيْءٌ أَفْقَلَ فِي الْمِزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ. Nichts ist schwerer auf der Waagschale am Tage der Auferstehung als der gute Charakter. Als der gute Charakter. Deswegen sollten wir nicht vorschnell über eine Person urteilen, liebe Brüder und Schwestern. Es kann sein, dass eine Person am Sterben liegt. Und subhanallah, vor seinem Tod haben ihn alle guten Eigenschaften erreicht. Alle guten Anzeichen für einen guten Tod. Er hat Schweiß auf der Stirn. Er hat die Shahada gesprochen. Viele gute Anzeichen, die er gemacht hat vor seinem Tod. Vielleicht die Menschen werden über diese Person sagen, ach, wer ist er schon? Schau mal, er hat keinen Bart. Er sieht nicht nach der Sunna aus. Aber schaut mal, subhanallah, diese Person hat die besten Zeichen bekommen vor seinem Tod. Und die Sache ist zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollten wir niemals urteilen, liebe Brüder und Schwestern. Ihr habt gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das Schwerste, was er wiegt am Tage der Auferstehung, ist der gute Charakter. Und wir können nicht wissen, wie gut diese Person gewesen ist im Leben. Vielleicht war er auch nur gut zu einer Katze. Und wir wissen, dass selbst die Güte gegenüber den Katzen ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, gut zu den Menschen zu sein, gut zu den Eltern zu sein, gut zu den Verwandten zu sein und gut auch zu den Mitbrüdern und Mitschwestern im Islam zu sein, aber auch gut zu den Tieren zu sein. Und eine Frau wurde sogar im Höllenfeuer bestraft, weil sie eine Katze eingesperrt hat und sie nicht aus der Wohnung herausgelassen hat. Auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde gefragt, so ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthara ma yudkhilu an-nas al-jannah, nach dem, was die Menschen am meisten ins Paradies eingehen lässt. Welche Eigenschaften haben sie? Er sagte at-taqwa wa husnul khuluq. Er sagte die Gottesfurcht und der gute Charakter. Das sind die Eigenschaften, aufgrund dessen man am meisten, am häufigsten ins Paradies geht. Und er wurde auch gefragt, wa su'ila Rasul sallallahu an akthara ma yudkhilu an-nas an-nar, nach dem, was die meisten Menschen ins Höllenfeuer eingehen lässt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, er sagte al-fam wal-farj, der Mund bzw. die Zunge, was sie spricht, und wir sprechen viel, liebe Brüder und Schwestern, und vielen Wörtern messen wir keine Bedeutung bei, aber wallahi, Allah lässt alles aufschreiben. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nichts wird er sagen, nichts wird er aussprechen, außer dass es alles aufgezeichnet wird von den Engeln, liebe Brüder und Schwestern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur Gutes sprechen lassen. Allahumma hassin akhlaqana. Und noch eine Sache, liebe Brüder und Schwestern, das heißt, wenn wir guten Charakter haben, dann haben wir Vorteile. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns auch gesagt, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi daraja qa'im al-layl wa sa'im al-nahar. Derjenige, der einen guten Charakter, er erreicht die Stufe von jemanden,
der die ganze Nacht über im Gebet steht und am Tage durchgehend fastet. Allahu Akbar. Allahu Akbar, liebe Brüder und Schwestern. Wie viele von uns haben schon lange nicht mehr gefastet? Wie viele von uns haben seit 20 Jahren nicht eine Nacht gebetet für Allah subhanahu wa ta'ala? Guter Charakter gleicht alles aus. Der gute Charakter gleicht alles aus. Aber gleichzeitig sollte das eine Warnung für uns sein, dass diejenigen, die einen schlechten Charakter haben, wallahi ins Höllenfeuer gehen. Schaut mal, es kamen Leute. Qila lin-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, inna fulana taqumu al-layl wa tasumu al-nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها الذي لا ينطق عن الهوى لا خير فيها هي من أهل النار أعوذ بالله. Eine Frau, die in der Nacht gebetet hat, schaut mal, welche Eigenschaften sie miteinander verbunden hat. Sie hat in der Nacht gebetet, sie hat am Tage gefastet, sie hat Almosen gegeben und gemacht und gemacht und gemacht, aber sie sprach über ihre Nachbarn schlecht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte über sie, in ihr ist nichts Gutes. In ihr ist nichts Gutes, sie ist im Höllenfeuer. Wallahi, dieser Hadith, er soll uns Angst machen, liebe Brüder und Schwestern. Diese Frau hat gute Taten gemacht. Und obwohl sie gute Taten gemacht hat, hat sie nebenbei schlechte Taten gemacht. Schaut mal, sie ist im Höllenfeuer. Wie ist das mit uns? Wir beten in der Nacht nicht. Wir fasten keine zusätzlichen Fastentage, aber wir reden und reden und reden. Wenn diese Frau ins Höllenfeuer gekommen ist, wo werden wir dann hinkommen? Wo werden wir dann hinkommen? Weil unter den meisten Leuten ist das heutzutage verbreitet. Wallahi, sie sitzen in Rundung und in Sitzung und reden die ganze Zeit über Leute schlecht. Weißt du das über den und weißt du das über den? Subhanallah, der fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Die Shayateen sind um ihnen herum, sie sitzen mit ihnen und freuen sich darüber, dass diese Leute den ganzen Tag über Sünden machen. Und das ist nicht der gute Charakter und das wird mit dem Höllenfeuer bestraft. Lasst uns ein paar Beispiele des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Brüder und Schwestern, hören über seinen guten Charakter. Und wer sich mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigt, der wird sehen, dass er die besten Charaktereigenschaften besessen hat. Die Juden in Medina haben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Übles angetan, beleidigt, beschimpft und misshandelt. Und trotzdem, als ein Kind von ihnen krank geworden ist, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm nach Hause gegangen, zu dem Vater, und er wollte das Kind besuchen und er schaute nach dem Rechten, wie es dem Kind geht. Er war doch derjenige, der die besten Charaktereigenschaften besessen hat. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er alle Menschen geliebt hat, er sagte auch zu dem Kind, sprich, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Niemand darfst du mit Recht und Wahrheit anbeten, außer Allah. Und Muhammad ist der Gesandte Allahs. Der Junge, er war verängstigt, hat rumgeschaut und dann schaute er auf seinen Vater und er sagte zu dem Vater nichts, aber er hat ihm mit den Augenzeichen gegeben. Da sagt der Vater zu ihm, mach was Abul Qasim dir sagt. Tu was Abul Qasim dir sagt. Und passt auf bei diesem Hadith, liebe Brüder und Schwestern. Wenn wir doch so eine falsche Religion hätten, warum befiehlt der Vater dem Sohn, diese Religion anzunehmen? Und dann noch auch die Juden, die nicht gegenüber freundschaftlich uns aufgetreten sind. Wie ihr gehört habt, sie haben uns in Schande gestürzt, liebe Brüder und Schwestern. Und trotzdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war da und er wollte das Beste für den Jungen. Und als er rausgegangen ist aus dem Zimmer und der Junge die Shahada gesprochen hat, ist er kurze Zeit danach gestorben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah gedankt, dass er ihm zu einem Grund gemacht hat, dass dieser Junge zum Islam gekommen ist. Schaut mal, die Wesenseigenschaften vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlief einmal unter einem Baum. Da kam ein Muschrik, ein Götzendiener, und er sah, dass auf dem Baum, unter dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlief, sein Schwert gehangen hat. Da nahm der Muschrik, der Götzendiener, dieses Schwert und er hielt es vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, wer wird dich heute retten, ja Muhammad? Wo sind deine Gefährten? Wo sind deine Waffen? Wo ist überhaupt das, was dich heute schützen kann? Was soll dich schützen heute? Er sagte, Allah! Und daraufhin zitterte dieser Muschrik, der Götzendiener, und das Schwert fiel ihm von der Hand. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahm dann dieses Schwert und sagte ihm, was wird dich heute vor mir schützen? Er sagte, sei milde und barmherzig zu mir. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nimmst du den Islam an? Er sagte, nein, ich werde den Islam nicht annehmen, aber ich verspreche dir, niemals gegen dich zu kämpfen oder mich einer Gruppe anzuschließen, die dich bekämpft.
Und manche Gelehrte sagen später, der ist sogar zum Islam gekommen. Diese Person ist später zum Islam gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Brüder und Schwestern, subhanallah, derjenige, der bedroht wurde, der getötet werden sollte, verzeiht einem anderen einfach mal so. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und wahrlich, diejenigen, die ihren Groll unterdrücken, die ihren Zorn unterdrücken und den Menschen verzeihen, wahrlich, Allah liebt die Gutestuenden. Ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, möge Allah subhanahu wa ta'ala Palästina